Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch ein kleines neues Würfelspiel aus dem Spielers Verlag vorstellen, nämlich Color Square. Wie immer schauen wir jetzt gemeinsam hier rein. Ist nicht ganz so viel drin, also das geht schnell. Und dann erkläre ich euch aber genau, wie die Regeln funktionieren und dann sehen wir uns zu einem kleinen Fazit wieder. Color Square losspielen könnt, braucht ihr alle ein solches Blockblatt. Achtet darauf, hier oben in der Ecke steht A bzw. B und ihr seht auch hier, das ist die einstiegsfreundlichere Variante. Und ihr braucht noch Stifte, die sind nämlich nicht im Umfang enthalten. Einer von euch startet als aktiver Spielender und bekommt alle Würfel. Der weiße Würfel ist ein bisschen kleiner, einfach nur damit die aktiven wissen, der ist für mich erstmal irrelevant. Und der rote Würfel hat als einziges schwarze Augen. Das soll dazu dienen, dass Rot-Grün-Sehende hier unterscheiden können, was ist der rote und was ist der grüne Würfel. Im Heft selber habt ihr hier vorne auch nochmal eine Angabe, welche Felder welche Farbe haben, sodass also Rot-Grün-Schwäche-Spieler diese Einteilung auch kennen. Anschließend wird einmal mit allen Würfeln gewürfelt und der Aktive darf sich jetzt aus diesen farbigen Würfeln zwei Stück raussuchen und entsprechend die Zahlen hier in ein beliebiges, farbiges, passendes Feld eintragen. Also logischerweise wähle ich den gelben Würfel, muss ich ihn in einen der gelben Felder reinschreiben. Wozu machen wir das Ganze? Ihr seht, hier gibt es einfach verschiedene Zahlen, die in der Summe mit allen vier farbigen Quadraten erreicht werden müssen. Das ist auf der Rückseite ganz ähnlich. Hier habt ihr aber häufig so Zahlenräume oder eben Angaben wie hier kleiner gleich 8. Und ihr habt auf der Rückseite auch Zahlen, die sind allerdings noch nicht eingetragen, aber ihr müsst an dieser Stelle zum Beispiel eine 5 in Gelb eintragen, um dieses Feld dann machen zu können. Wenn ihr also an der Reihe seid und hier von euch etwas aussucht, dann tragt ihr das passend in eins dieser Felder ein. Sobald ihr die vierte Zahl in einem dieser Squares eintragt, überprüft ihr, ob ihr die Zahl, die in der Mitte steht, erreicht habt. Wenn ihr sie genau getroffen habt, dann könnt ihr sie einfach einkreisen, dann zählt das als richtig erfüllt. Wenn ihr sie über- oder unterschritten habt, dann schraffiert ihr die ganze Fläche aus. Damit ist dieses Square für euch natürlich nicht mehr nutzbar, bringt euch aber auch keine Punkte. Habt ihr es mit der richtigen Zahl erfüllt, also in diesem Fall zum Beispiel mit der 13, dann sagt ihr das am Ende des Zuges an und dann müssen alle anderen Spielenden auch dieses Feld hier durchstreichen und können es nicht mehr benutzen, also können auch hier keine Punkte mehr haben. Außer natürlich, wenn mehrere im gleichen Zug das machen, dann ist das natürlich für alle die gleiche Punktzahl. Das macht ihr auch egal, ob ihr aktiver Spieler seid, also euch aus den farbigen Würfeln was rausgesucht habt, oder ob ihr passiver Spieler seid, der den weißen Würfel nutzt, der natürlich in jedes beliebige farbige Feld eingetragen werden darf. Solltet ihr einmal zu dem Punkt kommen, dass ihr nichts eintragen könnt oder auch nichts eintragen wollt, dann könnt ihr hier unten diese Joker-Felder benutzen. Das könnt ihr zweimal im Spiel machen, das heißt zwei Würfel oder eben auch, wenn ihr der passive Spieler seid, den weißen Würfel. Und wenn ihr zum Beispiel eine 1 gewürfelt habt, die nicht eintragen wollt oder könnt, dann tragt ihr eine 1 ein. Wenn es aber zum Beispiel auch eine 6 wäre, also immer die entsprechende Punktzahl und das ist dann am Ende die entsprechende Minuszahl, die ihr dann abziehen müsst. Gegen Ende der Partie kann es natürlich sein, dass ihr von den gewürfelten Farbwürfeln nur noch einen eintragen könnt, weil ihr zum Beispiel einfach gar kein andersfarbiges Feld mehr frei habt, sondern zum Beispiel nur noch grüne. Dann tragt ihr auch nur das ein und der Rest an Würfeln verfällt. Die müsst ihr dann hier unten auch nicht als Minuspunkte eintragen. Nur solange ihr eben noch eintragen könntet und euch dagegen entscheidet, müsst ihr das als Minuspunkte benutzen. Das Spiel endet, wie gesagt, wenn eine Person alle Color Squares dann
ausgefüllt hat, entweder als Siegpunkte oder auch schraffiert wegen Überschreitung oder Unterschreitung der Punkte. Und anschließend würfelt dann reihum jeder noch einmal und darf dann einfach für sich nochmal einen ganz normalen Zug durchführen. Danach endet das Spiel und ihr macht die Wertung. Und dann geht ihr wie folgt durch. Ihr zählt einfach pro Reihe, welche Squares habt ihr richtig gelöst bzw. richtig gefüllt. Zählt das hier hinten zusammen und tragt das Ganze hier ein. Jede Brücke, die ihr bauen konntet, das sind die Felder oder diese Markierungen hier zwischen den Feldern, bekommt ihr nochmal 5 Punkte. Das ist dann erfüllt, wenn ihr zum Beispiel hier diese beiden Felder korrekt befüllt habt, dann könnt ihr die Brücke hier dazwischen auch werten und bekommt dafür 5 Siegpunkte extra. Bei den Feldern 4, 5 und 6, die sind auch Lieder aufgedruckt, bekommt ihr nochmal 5 Punkte extra, wenn ihr es schafft, hier die korrekten Zahlen zu erwürfeln. Die Felder hier in der Ecke sind sehr hoch bepunktet, aber sie sind nicht mit Brücken nochmal irgendwie verbunden, deswegen sind die auch nochmal in Gelb abgesetzt. Dann bekommt ihr noch für jedes Feld, was ihr schraffieren musstet, wo ihr also über dem Wert oder unter dem Wert lagt, leider Minuspunkte, nämlich 10. Außerdem noch die Minuspunkte für die genutzten Joker. Und wer dann am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt diese Partie Color Square. Color Square ist natürlich einfach ein Würfeleintrag an Kreuz Erfüllspiel. Es erfindet jetzt nicht irgendwie ein Rad besonders neu. Es ist jetzt nicht, dass es noch eine super krasse Endmechanik irgendwie dazu hat. Aber das, was es macht, macht es solide und macht es auch gut. Wir haben hier ein Würfelspiel, was wirklich ja, von Jung und Alt gespielt werden kann. Was hier für mich persönlich so ein bisschen frisch ist, ist, dass man eine höhere Interaktion hat, weil man sich gegenseitig Dinge ja auch wegnehmen kann. Das muss man aber eben auch abkönnen. Wir hatten in einer Partie tatsächlich mal so ein bisschen, ja, dass der ein oder andere schon ein bisschen gestresst war, weil irgendwie ständig jemand eben gerade die ja, Bereiche weggeschnappt hat, wo man schon 3 Zahlen drin hatte. Und dann war es natürlich super nervig, weil man hatte jetzt praktisch vielleicht ja 3 Züge verschwendet, in Anführungszeichen, oder 2, um das auszufüllen und hat sich dann einfach mega geärgert. Das muss man können, das muss einem klar sein, dass hier mehr vielleicht wie jetzt bei Quix oder Quinto, wo ja doch irgendwie jeder letztlich für sich spielt und man eigentlich nur einfach guckt, okay, irgendwann beendet jemand das Spiel, aber der nimmt mir eigentlich nicht unbedingt was weg in der Zwischenzeit. Und das macht es für mich aber ein bisschen frischer und noch mal ein bisschen spannender. Ich mag das auch ganz gern, wenn man sich so ein bisschen in die Quere kommen kann. Natürlich, klar, wenn man zu zweit spielt, dann ist es immer der andere vielleicht, der gelackmeiert ist, aber naja. Dann finde ich eben auch die Sache mit dem einen Würfel, dass der schwarze Augen hat, ganz pfiffig. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt Rot-Grün-Sehschwäche-Menschen das auch tatsächlich gut nutzen können und dass man da eben auch dann damit ein gutes, ja, eine gute Idee hatte, um die Person auch mit in den Spielerkreis aufnehmen zu können. Was ich auch schön finde, sind die Solo, ja, unterschiedlichen Aufgaben oder Varianten. Das macht auch das Solo-Spiel nochmal ein bisschen spannender und natürlich auch die Tatsache, dass man ja letztlich auch diese Solo-Varianten mit mehreren Menschen gleichzeitig spielen kann und dann einfach am Ende schaut, wer hat jetzt in dieser ja, Mini-Kampagne, sage ich jetzt mal, oder in dieser Mini-Aufgabe die meisten Punkte erreicht. Wenn ihr also ein kleines, feines, solides Würfelspiel sucht, was ihr mit eurer Familie spielen könnt, dann schaut doch mal im Spielers Verlag vorbei. Ihr findet unten in der Beschreibung auch den direkten Link zum Shop. Und wie gesagt, für 1 bis 6 Spielende dauert ungefähr 20 Minuten und ist vielleicht auch schon so ein bisschen Denken an den Sommerurlaub was ihr gut einpacken könnt und dann im Urlaub spielen könnt. In diesem Sinne viel Spaß beim Würfeln und wir sehen uns in einem nächsten Video wieder.